Protest gegen die Etablierten. Das ist das Motiv für knapp die Hälfte der AfD-Wähler. In der Stadt treffen wir Helmut Büchner. Zum ersten Mal seit 1990 ist er überhaupt zur Wahl gegangen. Was haben Sie denn gewählt gestern? Die Rechtsradikalen. Wen denn? Wie ist die AfD? AfD. Warum haben Sie die AfD gewählt? Protestwähler. Mehr war das nicht. Was erhoffen Sie sich denn von denen? Nichts. Ob ich nun die CDU wähle oder FDP wähle oder die SED wähle, SPD wähle, es wird doch nichts anderes. Es wird doch nichts. Wir haben so viel Ausländer hier in Deutschland. Das ist, nimmt überhand. Helmut Büchners komplettes Leben wird vom Staat finanziert. Miete, Hartz IV und Betreuung. Er ist schwer alkoholkrank, kann kaum für sich sorgen. Alle zwei Wochen kommt eine Putzfrau. Unzufrieden ist er trotzdem. Haben Sie das Gefühl, dass der Staat Sie allein gelassen hat? Ja. Aber er hat Ihnen zumindest eine Wohnung gegeben, gibt Ihnen Geld und eine Putzfrau. Ja, wenn Sie sich die Wohnung angucken, dann wissen Sie Bescheid, ja. Was ist denn kaputt? Na, alles, dann sehen Sie doch. Schimmel oder was ist das? Ja, Schimmel ist es nicht. Ja, nicht richtig verputzt, nichts. Mhm. Schuhe, genau das Gleiche.